Die Räder am Bus drehen sich rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum, überall auf der Welt. Die Türen am Bus gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Die Türen am Bus gehen auf und zu, überall auf der Welt. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Ruderbus-Simulator. Ja, wir sind immer noch Level 7. Und anlässlich dessen, dass wir hier mal ein bisschen das Level löppen lassen wollen, weil jetzt bin ich auch angefixt, versteht ihr? Jetzt will ich das Endgame vom Bus-Simulator sehen. Wir werden die Scheiße rausschlachten aus dem Spiel. Wir werden das so lange daddeln, bis wir den krassesten Bus haben oder so. Oder keine Ahnung, Digga, ist mir auch scheißegal. Ihr guckt euch das an. Ich freue mich, ist unnormal belohnt. Naja, und ich habe zwei Infos für euch, Leute. Zum einen gibt es jetzt am Samstag einen Livestream. Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen und dann spielen wir auch Bus-Simulator. Versteht ihr, wie ich meine? Da ist schon ein bisschen brumm, brumm. Naja, und bei 500.000 Abos hier auf YouTube, da gibt es einen Busfahrersong. So wie dieses Hyper Hyper Mama Mia vom Jahreswechsel. Versteht ihr? Ungefähr so. Kann das sein, dass du Scheiße laberst da hinten? Alarm, Alarm! Haben wir noch Curry King? Also schön rein abonnieren hier in den Laden. Jetzt wirklich mal zeigen, was ihr drauf habt, ne? Kriegen die sowieso nicht auf die Reihe und am Ende klippen sie wieder alles und laden es auf TikTok hoch, die kleinen Kackkinder. Nur weil sie zu faul sind, eigenen Content zu machen. I got you, Alarm. Was mich jetzt aber grundsätzlich nochmal interessiert, ich glaube, wir sollten uns trotzdem nochmal irgendwie weitere Fahrer und Busse zulegen. Wir haben viele Strecken mittlerweile, wir brauchen richtig Money, Alter. Und ich weiß nicht, ob es mit zwei weiteren FahrerInnen überhaupt möglich ist, das alles zu stemmen. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe ja auch andere Sachen zu tun in meinem Leben. Ich kann die ganze Zeit nur Bus fahren. Deswegen würde ich jetzt gleich nochmal auf den Busmarkt gehen und ein bisschen investen. Was kostet eigentlich hier der Lion City? Der kostet 2,40. Ich hole mir jetzt hier für 155... nee, warte mal. Ich hole mir jetzt hier für 158 Knoten so ein S416, Digga. So ein Setra. So, wieder hoch. Ha-ching, ching, bing. Und da holen wir uns jetzt noch einen Angestellten. Das haben wir auch lange nicht gemacht. Ach, guck mal, hier, Katja Grenus. Mittlerweile Profi, kriegt 900 Flöcken die Woche. Geselle, Daniel ist auch kurz vorm Aufstieg hier. Dann gehen wir mal die Bewerbungen durch, weil letzten Endes... Oh, wir können hier sogar schon Profis und sowas einstellen, ist ja unnormal. Kaylee Klaus, laktoseintolerant, berühmter Feinschmecker, ist ein wenig naiv. Was juckt mich das? Katja Kohler kann mit nur einer einzigen Linie eine Katze zeichnen. Gehen wir ab. Thomas Werther sagt immer die Wahrheit, hält sich selbst für einen großen Zauberkünstler, kann keine Katzenwitze mehr hören. Thomas, du bist mein Mann. Du bist eingestellt. Alle guten Dinge sind dry. Ich bin die Nummer drei. Ist heimlich in Mira Tannhauser verknallt, hat nicht eine Folge von Winter der Leidenschaft verpasst, besitzt umfangreiche Vinylsammlungen. Wer ist Mira Tannhauser? Oh, Mira. Das ist ja die eine von der Hochzeit, die gesagt hat, dass sie Freundin heiratet. Oh, weia. Oh, weia. Andreas, ich würde dich so gern einstellen. Ich habe kein Geld mehr. Komm, wir kaufen noch einen. Dein Kontostand ist im Minus. Du leihst dir nun Geld von der Bank und zahlst für das Darlehen wöchentlich Zinsen. Wenn das Darlehen 150.000 Euro überstreitet, bist du bankrott. So ein Blödsinn. Das sieht jetzt erstmal scheiße aus. Aber mit unseren Fahrskills und mit der Company, die wir mittlerweile aufgebaut haben und all den Leuten, die wir eingestellt haben, löppt der Lachs. Andreas, du bist ein Lehrling? 600 Euro die Woche. Welcher Lehrling kriegt 600 Euro die Woche? Kein Wunder, dass wir auf minus 44 Knoten sind. Wirklich. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Die Haltestelle soll doch nicht warten. Das ist mir doch Lachs, ob die wartet. In meinen Bus kommt die nicht rein, damit es klar ist. Wir machen direkt hier hinten Entsperrung. Damit hier keiner auf halber Strecke wieder rumheult. Versteht ihr, wie ich meine? Und Drive. Schön raus aus dem Depot. Gut, gut, gut. Sag mal, willst du mal fahren? Worauf wartet der den ganzen Tag? Hallo? Ist da ein Rentner am Steuer oder was? So macht man das. Hier. Piste. Oh! Ei, ei, wir haben schon... Oh, wir dürfen nicht so viel Miese machen. Sonst gehen wir bankrott. Alter, was denn? Was denn? Wofür habe ich jetzt nochmal kassiert? Ich habe schon wieder Pulsschlagader. Eine Scheide. Scheiße. Oh, was ist hier denn passiert? Oh, weia. Moment.
Alles okay? Da ist ja gar keiner mehr drin. Sag mal, seid ihr Jack oder was? Was habt ihr denn hier verbaselt, du? Tut das Not, dass sie hier so rumsteht? Ich muss hier vorbei. Da steht einfach neue Kacki drauf. Die Linie 9. Neue Kacki. Ehre in den Ass. So. Winter der Leidenschaft. Das sind jetzt Hans und Katrin oder wie sie heißen, ne? Und die sind Geschwister. Liebe ist für alle da. Vor allem im Saarland. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Bushorrer. Boah, das dauert mir zu lange, du. Komm mal, einen Satz nach vorn und rein. Man muss seine Chance auch nutzen. Versteht ihr, wie ich meine? Ah! Was? 1800? In welchem Universum gibt es 2000 Euro Strafe, nur weil ich da so einen Huggel anbums? Man kann mich doch nicht fürs Bumsen bestrafen. Das ist Thomas. Thomas! Verpiss dich! Danke. Spiritu Santi, Ifile, Alla Walla, ich hab keinen Bock mehr. Alter, hier! Das ist sie doch! Mira! Mira, komm rein! Wait! Wie findest du den Thomas? Sag doch mal, der ist doch hier gerade. Hast du Bock, ein bisschen Schakalaka? Ja, musst auch nicht sagen, wenn du ihn magst. Verpiss dich und fahr weiter. Wir verstehen uns. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ja, ja, weil die sich da in der Familie alle gegenseitig... Warum ist hier hinten denn so dunkel? Ey, jetzt alles auf einmal! Der eine feiert die Inzest-Scheiße, dann ist dunkel und dann macht er hier Techno an oder was? Das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, du hältst jetzt mal deine Scheißfresse. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ist da das SEK? Und weiter geht's. Oh, gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Ja, und ich arbeite jetzt! Oho! Ach, hier ist jetzt kaputt. Ja, ja. Es hieß jetzt irgendwie eine Ersatzhaltestelle oder was? Ach, das ist echt nicht mein Wetter. Ja, ich schwitze auch schon wieder. Was ist mit ihm denn, Alter? Der holt ein Handy raus. Hey. Hey. Oh, ich bin froh, dass er mich nicht vollquatscht. Oh nein. Ich hab sie verloren. Weißt du, was das kostet? Wir machen dabei 1000 Abos draus. Sag ich dir, wie es ist. Ja, wenn das so weitergeht. Meine Fresse, nur eins, du. Ich mach das doch hier nicht zum Spaß. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, ich dachte schon, ihr fragt niemand. So, hier. Danke. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich meine, die zeigen mir immer ihre Scheißkatze. Ich mache das doch auch nicht. Ich zeig denen da auch nicht irgendwelche Bilder. Hallo! Setz dich doch mal durch! Meine Fresse! Oh, nee. Oh! Ich habe eine Frau angefahren. Oh, oh. Jetzt habe ich Angst um meine Existenz. Die anderen Busse, die müssen heute liefern. Bei mir läuft's einfach nicht. Hier muss ich raus. Erzähl das deiner Oma. Die Straße wird jeden Tag katastrophaler. Ja, da kann ich doch nichts für. Ich hab mich gleich volllaufen lassen, Alter. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, Gott sei Dank. Und wie zahlst du denn schon wieder mit dem Zehner? Ey, jetzt muss ich hier wieder Trinkgeld, Rückgeld geben, Digga. Oh. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Weichei. Zu meiner Zeit haben wir immer gefeiert. Weißt du, wie ich meine? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Hier ist meine Faust. Und hier ist ein Bild von meiner vollgeschissenen Unterhose. Wie gefällt dir das? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Alter, jetzt liegt hier noch Müll rum. Das ist ja wohl widerlich. Aber besser widerlich als wieder nicht, ne? Ich meine ja nur. So, weiter. So. Läuft aber smooth. Läuft smooth. Also Autofahren, Busfahren, das können wir mittlerweile. Richtig, richtig gut. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Moment, wo ist meine Tasche? Ja, haben Sie jetzt Geld oder nicht? Aber wenn du keine Tasche hast, dann kann man dir ja auch ein bisschen Kleingeld geben, ne? Oh, das fühlt sich so gut an. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Ah! Alles im Load auf dem Boot. Alles im Butter in der Mutter. Yeah. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Alter, wie oft wollt ihr noch an scheiß rosa Kühen vorbeifliegen? Die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Mu.
In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Ha, Christina! Bitte alle aussteigen. Christina, genau, das war sie! Jetzt, wo du es sagst! Ich meine, im Uterus waren die ja auch schon nackt zusammen. Dann können die auch vögeln. Auweia.